Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier von der Strecke Dresden-Riesa und zwar von einer Zugkombination, die heute sehr interessant ist. Wir fahren eine Überführungsfahrt mit der Rail Adventure 103, haben hier hinten dran einen Habinz-Wagen. An diesem Habinz ist eine Scharfenberg-Kupplung und mit der sind wir an unseren ICE hier dran gekoppelt. Das heißt also, wir haben hier eine Verschubfahrt mit eben diesem Kuppelwagen dazwischen von Railion in diesem Fall. Normalerweise hat Rail Adventure selbst die entsprechenden Wagen, aber wir sind jetzt mal mit einem Wagen von Railion unterwegs. Und ja, alles weitere dazu gleich. Ich würde sagen, wir können uns schon mal auf den Weg machen. Der Führerstand ist nämlich soweit schon aufgerüstet. Signal steht auch schon, Bremsen sind gelöst. Dann können wir noch die PZB anschalten. Die LZB machen wir uns auch an, brauchen wir zwar heute nicht, aber wir machen es trotzdem. Dann können wir einmal das Licht anmachen, drehen uns mal kurz nach hinten. Ich glaube, hier passt soweit alles. Ja, ich glaube schon. Schauen wir mal. Genau. Und hinten zweimal rot. Das passt soweit. Okay, dann sind wir soweit abfahrbereit, wenn ich noch hier einmal kurz die... Na? Genau, die Instrumentenbeleuchtung auch noch anbekomme. Das passt dann soweit. Bremse lösen. Okay, gut. Dann, wir fahren an. Erstmal ganz langsam anfahren. Wir sehen ordentlich Stau hier gerade am Dresdner Hauptbahnhof. Das liegt daran, dass ein Elefant oder mehrere Elefanten ausgebrochen sind vom Zirkus. Ja, so richtig in Fahrt kommen wir noch nicht. So, jetzt. Jawohl. Fahrmotorlüfter müssen jetzt gleich auch jeden Augenblick anspringen. Wir haben eine Ausfahrt mit 60. Das bestätigen wir natürlich. So. Na, wo sind denn unsere Fahrmotorlüfter? Senden, Schleuderschutz. Fahrmotorlüfter. Wir befreien uns. Und schauen hier noch den Elefanten zu, die hier ausgebrochen sind. Und aber was viel spannender ist als die Elefanten, das ist natürlich unser Zugverbund hier. Baureihe 103, Habinzwagen. Und Baureihe 403, hinten dran gekuppelt. Das Ganze ist möglich durch eine Mod, die die Habinzwagen so modifiziert, dass wir tatsächlich ja, eine Scharfenberg-Kupplung da dran gepappt bekommen. Das ist die Scharfenberg-Kupplung. Also technisch funktioniert das Ganze so, der Dresden-Riesa Teil 2, der hat ja auch eine Scharfenberg-Kupplung. Und diese Kupplung wurde im Grunde genommen diesem Habinz-Wagen hier draufgesetzt, per Mod. Ne? Also hier vorne einfach draufgesetzt, mehr oder weniger, ich weiß nicht genau, wie das technisch alles funktioniert, halt mit dem Editor gemacht. Irgendjemand hatte da die Fähigkeiten dazu und... Link zu dieser Mod ist in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, tatsächlich mittels dieses Kupplungswagens die allermeisten deutschen Triebzüge in irgendeiner Form anzukuppeln. Jetzt habe ich tatsächlich gar eine Sache gar nicht gemacht, denn wir sind hier im Freeroam-Modus unterwegs. Ich habe gar nicht geguckt, welchen Weg wir nehmen. Denn den Weg habe ich mir gerade selbst gesetzt. Ich habe mir vorhin nämlich den Zugverband hingespawnt. Und zwar eine 103, diesen Habinzwagen. Einfach im Freeroam-Modus kann man jeweils einzeln spawnen und dann die ICEs und dann einfach aneinander gekuppelt, einer nach dem anderen. Dann habe ich mir noch einen Weg gesetzt. Ich kann mal ganz kurz hier die Instrumentenbeleuchtungshelligkeit erhöhen. Und die Anzeigenhelligkeit auch bitte.
Was ich allerdings nicht weiß, ist, über was für eine Bremskraft wir eigentlich verfügen. Da bin ich mir technisch jetzt nicht gerade sicher, wie das jetzt umgesetzt ist. Ob wir nur die Lokbremse von der 103 haben, ob wir Lokbremse und Zugbremse von dem Verbindswagen haben oder ob wir auch noch die Bremskraft vom ICE mitnutzen können. Da bin ich mir ehrlicherweise überhaupt gar nicht sicher, wie das gemacht ist. Strom hat mir mal auf jeden Fall oben. Das liegt halt eben daran, dass ich die mit dem Freeroam-Modus gespawnt habe. Da muss ich allerdings einmal ganz kurz ein Foto noch machen. Da muss ich leider heute ein, zwei Fotos mal im Laufe der Zeit machen. Das müsst ihr mir verzeihen, wie immer. Aber ich halte es ja wirklich auf, versuche es ja gering zu halten, so dass man den Zugverband dann noch vielleicht noch sehen kann. Ja, nehmen wir die Schärfentiefe wieder ein bisschen raus. Na? Gehen wir mal bei so 3%. Ja, gut, das passt soweit. Das sieht doch herrlich aus. Und auch hier wirklich ganz interessant, hier diese Verbindung aus Verbindswagen und ICE. Das Ganze geht natürlich nur für den PC. Ja, die Mod, die gibt es nicht auf der Konsole, bevor da jemand fragt. Das geht halt tatsächlich nur am PC. Genau. Ja, also Frage ist immer noch nach der Bremskraft. Ich weiß nicht, tatsächlich nicht, wie das jetzt genau ist. Achso, und ich wollte noch nach dem Weg gucken, denn das Ganze habe ich mir im Freeroam-Modus hingepappt und ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir nicht dann irgendwann vielleicht auf Abwegen unterwegs sind. Ja, ich glaube, soweit passt das eigentlich. Okay, ja, dann nehmen wir die Umgehungsstrecke hier, das ist in Ordnung. Sind auf der rechten Seite. Ja, das passt doch sehr gut. Jawohl. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Ich weiß auch gar nicht, was VMAX wäre in so einer Situation, weil wir ja die ICEs schleppen. Bin ich mir gar nicht sicher, was die ICEs eigentlich für eine Schleppgeschwindigkeit haben. Das muss sein, ihr kennt es. Hier auf der Brücke. Mal hier durch Dresden-Neustadt durch. Ja, Mod ist in der Videobeschreibung. Wir hätten auch diesen Weg hier heute mal nehmen können, dass wir über das Gleis fahren. Na gut, beim nächsten Mal. In der Videobeschreibung, woher kommt eigentlich dieser Sonneneinfall hier an dieser Stelle? In der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall den Link zu der Mod. Achso, ist gar keine Sonneneinstrahlung, ist tatsächlich einfach nur das ba die Bahnhofsbeleuchtung. Wir schalten einmal die Leistung ab. Die Hangabtriebskraft macht jetzt schon den Rest, dass wir noch schneller werden. Wir dürfen sowieso gerade nur 80 fahren. Das Repaint. Für die Baureihe 103 gibt es einen Creators Club. Das war einen guten Freund im Cat Gaming.
Genau, wenn ich dran denke, dann packe ich auch noch den Link zum Repaint ebenfalls in die Videobeschreibung mit rein. So, jetzt müssen wir ordentlich mal Leistung aufschalten. Unsere 103 hat, glaube ich, ordentlich zu kämpfen. Aber ich denke mal, das dürfte machbar sein für unsere Baureihe 103. Das ist auf jeden Fall gewohnt, dass hier große Lasten auf sie einwirken. Stellt sich immer noch die Frage, was nehmen wir denn nun jetzt als Schleppgeschwindigkeit? Nehmen wir die 160 km/h? Nee, Moment, ich glaube, wir dürfen eh nicht schneller als 120 fahren, denn unser Wagen hier, unser Kuppelwagen, zumindest dieser, darf nicht schneller als 120 fahren. Ich glaube, es gibt auch die Wagengattung Habins, so oder so ähnlich, die können auch dann schneller fahren. Ich denke mal, die von Rail Adventure sind tatsächlich auf höhere Geschwindigkeiten zugelassen, aber unsere halt nicht. Daher vom Max heute 120. Sind ja auch natürlich ganz normal im Fahrplanmodus unterwegs. Das heißt also, wir haben auch KI-Verkehr. Das ist jetzt kein Szenario, das ist kein nicht der reine Freeroam, sondern ganz normal in den Fahrplan hineingespawnt zu Fuß und da dann den eigenen Zugverband hineingeschickt. So, 120 sind da erreicht. Wir genießen ganz, ganz entspannt die restliche Fahrt. Da noch nur 146 mit Dostos. Rail Adventure 103 ist die 122-6. Sehen wir auch hier am Rand 222-6. Natürlich allseits beliebt unter im Trainspotting-Bereich. Die 103 ja sowieso ein sehr, sehr, sehr beliebtes Fahrzeug nach wie vor, auch wenn es kaum noch welche gibt, die unterwegs sind, kaum noch Maschinen, die tatsächlich noch fahren. Im ganz normalen Regelverkehr sind sie sowieso nicht mehr unterwegs, also zumindest im Personenverkehr. Da waren sie noch eine Zeit lang bei den Intercities anzutreffen, aber da halt auch schon lange nicht mehr. Genauso wie die Baureihe 120 ja auch schon lange nicht mehr anzutreffen ist. Also auch nicht so lange, aber jetzt auch schon einiges an Zeit bereits. Und die 103 sieht man vor allen Dingen heute noch eben als besagte Lok hier im Auftrag von Rail Adventure, die ja oft solche Verschubfahrten, Züge, wie auch immer, organisieren und planen und durchführen. Und da haben sie sich unter anderem auch eine Baureihe 103 organisiert. Da fährt ein ICE 3 an uns vorbei. Baureihe 406.
glaube, man trifft auf viele Rail-Adventure-Fahrzeuge in Braunschweig. Im Braunschweiger Hauptbahnhof, da hat nämlich Rail-Adventure ihr sogenanntes Zughotel. Während die nächste 146 an uns vorbei braust. Firma gibt es seit 2010 und ja, es geht halt vor allen Dingen einfach um individuelle Eisenbahnfahrten. Das sind dann Testfahrten, Überführungsfahrten von neuen Schienenfahrzeugen, das Abschleppen oder Überführen havarierter Eisenbahnfahrzeuge und diesen Salonwagen, Luxon Salonwagen, ein modernisierter Aussichtswagen aus der ehemaligen Garnitur des Rheinpfalz. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal in der Realität gesehen, von außen zumindest, leider nicht von innen. Und ja, genau, haben unter anderem die 103 222 in Deutschland, die Baureihe 111, da besitzen sie 4 oder 5 Fahrzeuge der Gattung, der Bauart, der Baureihe 111. Die Baureihe 139, die Baureihe 183, ansonsten Schweizer Bauart RE620, ein Prototyp der Baureihe RE66 von der SBB. Eine 365, die wir auch schon in der Ingame haben, die 365. Ich meine, ich habe sogar schon das Rail Adventure Weekend auch schon mal gesehen. Jetzt müssen wir ordentlich Leistung aufschalten, wir sind nämlich viel zu langsam. Und sie besitzen 8 Class 43 Triebköpfe. Vom HST in Großbritannien unter anderem auch noch im Besitz. Ansonsten mehrere umgebaute VTG-Fährbootwagen Typ HABFIS, also H-A-B-F-I-S, eingesetzt als kombinierte Schutz- und Kuppelwagen, also etwas, was wir halt eben jetzt gerade eben entsprechend dabei haben, entweder mit einer Schraubenkupplung oder mit einer Scharfenbergkupplung. Wir haben die Variante hier mit der Scharfenbergkupplung. Ein paar Rungenwagen besitzen die auch noch von der ehemals von der Deutschen Bahn. Mehrere umgebaute ehemalige DB-Bahnpostwagen Type DMZ. Auch die werden eingesetzt als Schutz- und Kuppelwagen. Und ja, genau. Einschränkung auf 140 braucht uns nicht so sehr zu interessieren. Einmal vom Balkon aus betrachtet. Sehr, sehr schön. Containerwagen. Herrlich, also hier wohnen, ach toll, den ganzen Tag Züge beobachten, toll. So, wir sind zu schnell, aber das wird sich gleich
regeln, weil wir eh gerade ein bisschen bergauf fahren. Schön, schön, jetzt kommt hier diese lange Linkskurve. Jawohl. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wo stellen wir uns hin? Hier. Ich glaube, ich muss noch einmal ein kleines Foto mal wieder machen. An dieser Stelle. So. Also es ist wirklich ganz große Klasse, ganz großes Kino, was die Modderinnen und Modder so alles erstellen, ne? Es ist wirklich verrückt, dass da einfach seitens Community kostenlos solche Mods geliefert werden, was vielleicht ansonsten ja tatsächlich kommerziell als DLC vielleicht verwurstet werden könnte, ne? Also wäre da irgendwie DTG oder ein anderes Studio selbst auf den Riecher gekommen, einfach bei diesen Herr-Binz-Wagen eine Scharfenbergkupplung dran zu machen. Zack, hier so ein bisschen Fahrplanfahrten einarbeiten mit einer 185 oder mit einer 103 oder so. Easy peasy, leicht verdientes Geld. Und hier ist das tatsächlich so, dass da die Community tatsächlich von sich aus solche Sachen erstellt, kostenlos. Und das ist wirklich Hut ab. Das ist wirklich einfach faszinierend. Vielleicht nehmen wir ein bisschen die Bewölkung raus, dann haben wir etwas besseres Wetter. Was haltet ihr davon? Das sieht doch gleich ein bisschen freundlicher aus. Ah, zu schnell. Bremse, um mal ein wenig die Geschwindigkeit wieder zu drosseln. Jawohl, jetzt setzt sie ein. Und das macht sie hervorragend. Oh, noch ein kleines bisschen. Sehr gut. Na, immer noch zu schnell. R wie Risa auf dem Richtungsanzeiger. So. Ah, das passt. Ah, wobei, es geht immer noch bergab. Ich glaube, wir lassen mal ja, Bremsstufe 1 mal drin. So dynamische Bremse. Ja, wir können uns das hier noch mal ein bisschen genauer angucken im Detail. Also hier die Scharfenbergkupplung. Das ist wirklich der Kupplung von der von Talent 2 einfach im Grunde genommen hier dran gepastet, copy-pastet an den Wagen.
denke mal, es ist in Realität ein bisschen komplizierter. Na? Und hier haben wir natürlich die Schaffung der Kupplung für den ICE. Und dann muss man nichts anderes machen, als einfach nur aneinander zu fahren. Leistung. Warum schalten wir jetzt keine Leistung auf? Hallo, liebe 103. Kann ich dich darum bitten, wieder ein bisschen Leistung aufzuschalten? Nee, da tut sich gerade nichts. Warum? So, die Bremse ist aus. Wir ziehen die nochmal kurz an und lösen. Ziehen die nochmal kurz an und lösen. So, jetzt. Ja, oder? Jawohl, jetzt haben wir wieder Leistung. Und noch 17 Kilometer, die wir durch Sachsen fahren. Durch Ostdeutschland. So, sind jetzt auch schon wieder fast bei uns auf 120 angekommen. Aber es geht jetzt auch bergauf, deshalb lassen wir die Leistung aufgeschaltet. Und gucken mal, dass wir uns irgendwo am Streckenrand positionieren, um ein schönes Foto zu machen. Ich glaube, hier vorne gibt es doch einen Bahnübergang. Nee, eine Brücke gibt es, genau. Wir stellen uns auf die Brücke. Was haltet ihr davon? Bestimmt eine gute Idee, oder? Was steht da? Uber K. Gucken wir uns gleich an. Erstmal auf die Brücke drauf. So. Oh, da muss ich jetzt ein Foto, glaube ich, machen, an der Stelle, wo die 101 vorbei... Ja, doch nicht. Na, lassen wir es. Genießen wir es so. Bevor sich jemand noch in den Kommentaren beschwert. Ja, Dresden-Riesa immer noch wirklich einer meiner absoluten Favoriten, was so ja, Strecken angeht. Dresden-Riesa und Mainz-Koblenz, wirklich tolle, tolle Strecken. Oh, gar nicht auf die Geschwindigkeit geachtet. Jetzt mal ordentlich mal die Zugbremse rein. Scheinen auf jeden Fall über einiges an Bremskraft zu verfügen. Dann bin ich ja halbwegs beruhigt. Ja, zuletzt hat man solche Bilder jetzt noch in Realität gesehen mit dem ICEL. Da gab es, glaube ich, entsprechende Überführungsfahrten. Und
aber auch mit dem ICE4 hat man sowas in der jüngeren Vergangenheit, oder was, IC3 Neo, hat man da ja in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall noch entsprechende Bilder gesehen. Immer wieder schön, dieser verwitterte alte Bahnsteig, dieser Haltepunkt, der nicht mehr in Gebrauch ist, mit dem Bahnhofsgebäude. Wir fahren jetzt hier an der Industrie vorbei. Eine Chemieindustrie. Mit 363 finden wir vermutlich noch irgendwo dort auf dem Gelände am Rumdieseln. Ordentlicher Stotterer. Übrigens hier, also man hat das offensichtlich bemerkt, aber wir sind hier unterwegs in so einem herbstlichen Wetter. Der Sommer endet gerade, der Herbst fängt an. Wir haben noch ein paar Bäume, die sind noch grün. Die ersten. Aber viele Bäume sind mittlerweile auch schon orange geworden. Das Laub fällt langsam. Der Wind ist ordentlich vorhanden. Ich wollte kurz in die Außenkamera springen. Faszinierend auf jeden Fall, wie das aussieht. Aber dann BI vorbei. Das hat hier gerade schon was super Realistisches, oder? In diesem Augenblick hier. Dieses Bild mit dem vorbeirauschenden ICE, das kennt man doch so aus der Realität. So, Riesa ist noch 6 Kilometer entfernt. So, dann einmal den Hauptschalter raus. Das ist, hier. Und wenn unser ganzer Zugverband dran vorbei ist, packen wir wieder den Hauptschalter rein. So, müsste jetzt ungefähr der Fall sein. Dann einmal, wo ist er wieder da? Hauptschalter schließen. Lüfter springen an. Ah, dynamische Bremse war jetzt noch die ganze Zeit drin. Und Leistung aufschalten. Jawohl, die Nadel bewegt sich nach rechts. Das hier ist der Güterabzweig. Da stehen dann ein paar, ja, ein paar Güterzüge, die hier starten und enden. Wir haben weiterhin freie Fahrt.
perfekt heute durchgekommen. Das hat alles sehr, sehr, sehr gut geklappt bis hierher. Das sieht auch wirklich schön aus, oder? Wenn man jetzt gerade mal dieses ganze Bild hier betrachtet. Führerstand der 103, die Wolken, die Landschaft, das herbstliche Wetter, die Atmosphäre. Gut, das Einzige, was nicht schön ist, ist die Autobahn. Die braucht kein Mensch. Schnell runter von unter 85. Jawohl, das haben wir geschafft. Und wir haben aber auch schon Halt zu erwarten. Das bestätigen wir natürlich auch jetzt. Und hier vorne auch schon die berühmten Brücken von Riesa. Einmal blau, einmal hier silber oder weiß, da bin ich mir gar nicht genau sicher. Ich glaube, den Fahrmotorlüfter können wir an dieser Stelle auch auf ausstellen. So. 20er Ankündigung haben wir natürlich gesehen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Wir fahren auf jeden Fall hier am Bahnhof vorbei. Wir halten ja hier nicht. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie die Gleise, wie die Weichen gelegt sind. Okay, wir fahren auf jeden Fall an den Bahnsteigen vorbei. Hier mal mit 30 ungefähr, das passt ganz gut. So sind wir langsam genug, um auf jegliche Ankündigung zu reagieren. Okay, da ist nochmal die Ankündigung für 20. Hier kommt gleich der RE50 eingefahren in 20 Minuten. Ja, den stören wir nicht. Wir haben uns ein sehr gutes Zeitfenster, glaube ich, ausgesucht für die Fahrt hier. Sind keinem RE hinterhergefahren, keinem ICE, keinem Güterzug. Da fährt gerade ein Talent 2 ein, Doppeltraktion. Da sieht auch vorne die Scharfenbergkupplung. So, und dann rollen wir mal. Einmal durch Riesa durch. Hier noch ein Stellwerk. Ein paar Güterzüge sind hier schon abgestellt. Ich weiß gar nicht, ob wann die 20 gelten, die angekündigt worden sind. Aber gut, wir lassen einfach rollen. Sehr, sehr schön. Hier könnte ruhig noch ein bisschen mehr los sein, ehrlicherweise. Ruhig noch ein paar mehr Züge, die abgestellt sind. Meter haben wir noch. Hervorragend. Ja, ich bedanke mich jetzt schon mal an dieser Stelle für all die, die zugeschaut haben bis hierher. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und es ist doch immer wieder klasse zu sehen, was die Leute aus der Community so alles schaffen, was die so machen, was die so modden. Das ist einfach nur herrlich. Ne? Schauen, dass wir noch ordentlich zum Halt kommen.
Sollen nach vorne halten. Wir sind ja auch ein sehr langer Zug. Gut, jetzt sind wir über die letzte Weiche durch. Theoretisch könnten wir dann jetzt gleich auch schon anhalten, aber wir fahren mal wirklich bis vor zum Signal. Ich glaube, idealerweise hält man so 5 bis 10 Meter vor so einem Signal. Die Halteposition ist genau am Signal, aber ich glaube, das passt sehr gut. Lösen noch einmal. Und halten weich wie Butter. Zumindest Butter, die außerhalb des Kühlschranks steht. Okay, der TSW will, dass wir noch weiterfahren. Aber bis wohin? Schauen wir mal. Am Signal D3. So, dann sind wir an unserer Position, wo wir halten müssen, und das tun wir jetzt auch. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.